Hört ihr das? Klackert. Total verstellt. Klicker die Klacker. Eure Achtgang-Nabenschaltung funktioniert nicht. Sie trifft die Gänge nicht. Was sollt ihr machen? Ich erkläre es euch im Video. Es ist ganz einfach. Es kann mal passieren, dass sich nach einiger Zeit so ein bisschen die Schaltzüge dehnen. Das heißt, die Schaltung trifft die Gänge nicht mehr richtig und macht komische Geräusche, wie zum Beispiel das hier. Ja, die klackert so, statt zu schalten. Wie ihr das einstellt, ist total einfach. Ihr schaltet erstmal oben an eurem Drehgriffschalter auf den mittleren Gang bei einer Achtgangschaltung auf die 4. 4. 4. Dann seht ihr hier hinten, wenn ihr mal von oben auf die Nabe drauf guckt, zwei gelbe Striche. Und wenn die nicht sich so parallel gegenüberstehen, dann seht ihr schon, ist die Schaltung verstellt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie soll ich die jetzt aber wieder parallel stellen? Ja, ganz einfach. Da geht ihr wieder vor zu eurem Schaltgriff und habt hier vorne so ein kleines Einstellrädchen. Und wenn ihr das in die entsprechende Richtung dreht und unten mal guckt an der Schaltung, dann seht ihr schon, wie sich diese beiden gelben Striche wieder aufeinander zubewegen oder voneinander weg. Aber ihr wollt es ja aufeinander zubewegen. Und wenn die wieder sich gegenüberstehen, dann ist eure Schaltung auch wieder richtig eingestellt. Die gelben Striche stehen sich gegenüber. Wenn ihr jetzt mal dreht und schaltet, ihr merkt es schon, das Klackern ist weg, die Schaltung trifft die Gänge wieder und ihr könnt wieder fröhlich Lucky Biken.